Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir einen Adventskalender. Yay! Ich freue mich voll. Ich finde das super cool. Ich habe das ja letztes Jahr schon auf meinem Kanal gemacht und fand das super, super lustig. Und damit, das machen wir dieses Jahr auch. Und zufälligerweise habe ich, wie ihr schon gesehen habt, denselben Adventskalender wie letztes Jahr in derselben Größe. Und nur halt die diesjährige Version und ich bin gespannt. Ich habe mir das Video so ein bisschen angeschaut von dem letzten Mal und um ein bisschen so die Erinnerungen aufzufrischen. Aber ich würde sagen, ich quatsch gar nicht zu lang und wir legen mit diesem wundervollen Adventskalender. Er ist übrigens ziemlich schwer, ziemlich groß. So sieht er übrigens aus. Oh Gott. So, es ist wirklich ein schweres Drum und ich würde sagen, let's do this. Süß. Seht ihr das? Ist das nicht voll süß? Das ist ja super cute. Ich werde, ihr könnt's, übrigens, ich werde euch natürlich das Video verlinken vom letzten Jahr, dass ihr also auch wisst, wovon ich rede. Aber das ist voll süß, finde ich. Das ist wirklich hübsch gemacht. Das finde ich richtig cute. Und hier, und dann öffnet man das, klappt man das so hoch. Und dann sind dann hier die Zahlen. Oh! Und die schieben sich auch so raus. Okay, die sind also in so einer Kistenform. Kommt das so also? Ist ja cool. Ich habe die Nummer 1 schon gefunden. Und zwar sind das... Oh Gott. Das wäre ein bisschen schwer, das Ganze hier auszupacken. So, und zwar... Oh Gott, es klappt schon wieder. Und zwar in das... Okay, man kann die Laden rausnehmen. Ich werde die Laden rausnehmen, Leute. Das ist mir sonst ein bisschen zu mühsam hier. So, und zwar in der zweiten Lade haben wir hier die Nummer 1 und ich bin schon, oh, ich bin schon so excited, das ist mein erster Adventskalender. Ich weiß, normalerweise darf man ja keine Adventskalender öffnen, bevor nicht Advent wirklich ist, aber ich habe auch immer meine extra wirklichen Adventskalender, aber let's open it, wenn ich es rausbekomme mit diesen Nägeln. Und wie letztes Jahr, es ist natürlich sehr ähnlich von dem vom letzten Jahr, so sieht das übrigens aus. Und da ist dann eben ein Spruch auf der Seite drauf, einmal auf Englisch und einmal, oh Gott, jetzt sollte ich das wissen, ich denke auf Spanisch, Le ist ja Spanisch, oder? Ja. Ich hatte Spanisch in der Schule, heißt aber nicht, dass ich was kann, ich kann El Fuego. Das ist das, was ich kann, super toll, aber ich würde sagen, let's open it. Und natürlich, die Sprüche sind sehr, sehr cute gemacht. Und ich finde das super, das würde ich euch auch empfehlen, die weiter zu verschenken. Also man kann die zum Beispiel die Zahlen auch überkleben, dann ist es nicht so ganz offensichtlich, dass es ein Adventskalender ist. Aber ich finde die Boxen echt schön gemacht und schade es einfach sofort wegzuschmeißen. Da kann man so ein bisschen umweltschonender sein und das eben dann als Geschenksverpackungsmaterial zu benutzen. Dadurch erspart man sich dann auch das Geschenkspapier, das ist natürlich auch gut. So, jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Und zwar, ich sehe es schon, es ist eine Handcreme und ich glaube, ich habe die zweimal sogar schon. Aber ich meine, ich liebe die Handcremen und ich muss dazu sagen, ich muss mir jetzt eine in die Handtasche packen. Jetzt habe ich auch heute die Pinsel gewaschen und meine Hände sind ganz weiß von der Seife. Aber das ist super, super wichtig. Also das werde ich jetzt in die Handtasche packen nach diesem Video, dass ich es nicht vergesse. In der zweiten Schublade haben wir hier die Nummer 2 und die hole ich hier raus. So, und da gucken wir jetzt mal, was da drin ist. Es fühlt sich sehr leicht an. Okay, dieses Produkt habe ich auch schon in der Collection. Und zwar ist es dieses Lippendings da. Und ja, bin nicht gespannt. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert vom letzten Jahr von dem Adventskalender. Eins habe ich sogar vielleicht aufgebraucht. Vielleicht kommt es in meinem Video. You shall see. Aber ja, ich würde sagen, ich gucke jetzt mal, ob ich die 3 auch gleich finde. Und das habe ich auch gleich. Ich werde dann aber diese Dinger rausgeben, weil ich war so blöd und habe es bei dem einen wieder reingesteckt. Und dann kriege ich es nicht raus. So, Nummer 3. Gucken wir, was da drin ist. Ich bin ja mal gespannt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht nur Produkte sind, die ich schon habe. Okay, das ist natürlich auch das Duschgel. Man muss jetzt dazu sagen, Body Shop hat jetzt kein Riesensortiment. Also, ich mache natürlich meine Meinung noch am Schluss, aber es wundert mich nicht, dass ich viele dieser Produkte schon habe. Nummer 4 ist in der Lade hier oben und das ist nämlich so kompliziert, weil die kann man leider nicht rausziehen. Aber ich hole hier mal die 4 raus, so, ich weiß nicht, das kann ich euch so schwer zeigen, aber ich habe es sogar leicht rausbekommen. Und sie fühlt sich sogar leicht an, also
Bin ich mal gespannt. Gucken wir mal, was in der Nummer 4 ist. Okay. Ja, das ist auch ein bekanntes Stück. Und zwar ist es diese Face Mask, die die im Body Shop auch haben. So, jetzt suchen wir die Nummer 5. Nummer 5 ist auch hier oben und die hole ich hier gleich raus. Oh Gott, ist das mühsam mit dem Ding. So, gucken wir mal, was in der 5 ist. Hoffentlich jetzt irgendwas, was ich nicht habe. Okay, okay. Ja, ich habe die, aber in einer kleinen Version. Und zwar ist es diese Cleansing Butter. Und ich muss ja dazu sagen, ja, finde ich echt nicht schlecht. Bin ich echt gespannt. Dann habe ich jetzt auch eine größere Größe und bin da gespannt, ob das... Weil Cleansing Butter, ich finde es ja an und für sich nicht schlecht, ist halt bei mir nur die Frage, ob es dieses ganze Make-up runterbekommt. Das ist nicht immer so leicht. Deshalb liebe ich meins von Balea. Aber... Jetzt suchen wir die Nummer 6 und ich habe sie gleich hier vor mir in der Schublade und ich packe die hier raus. Fühlt sich sehr, sehr leicht an. Fühlt sich an, als wäre nichts drin. Das wäre natürlich eine Enttäuschung. Nein, und zwar, was ist denn das? Cleansing Cloth. Ja, das sieht so aus. Ich muss jetzt dazu sagen, bin ich jetzt der größte Fan von sowas? Oh, ich persönlich ja nicht. Ich gucke jetzt mal schnell, was das für ein Material ist. Okay, das ist auch so ein... Nein, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist sicher so was super Umweltschonendes, aber das fühlt sich an wie eine Tischdecke für mich. Und da das... Ich brauche ein Handtuch... Ich weiß, man ist halt so gestört manchmal. Ich brauche ein Handtuch, um mich abzuschminken. Ich kann auch diese richtigen, weil ich habe ja von Make-up Revolution mal so... Diese kleinen, auch so, so Handtücher, aber die waren so synthetisch, das war... Nein, deshalb, das ist nicht wirklich was für mich, aber ich finde es nicht schlecht. Also, Fair Trade Supplier in India. Also ich meine, Body Shop hat auch einen Grund, warum es natürlich so teuer ist, weil sie natürlich, finde ich, ich bin ein großer Fan von Body Shop. Jetzt legst du dich in mein frisch gedingstes Bett. So, und in der nächsten Schachtel haben wir die Nummer 7. Und gucken wir mal... What do we find inside here? Eine Handcreme. So sieht die aus. Wie gesagt, ich finde, das sind halt diese Standardprodukte. Aber natürlich, das erste, was ich nicht habe, ist dieses Abwaschdings, der Cleansing Cloth. Was ich persönlich nicht mag, aber das ist natürlich eine persönliche Entscheidung. Also das ist jetzt, finde ich, habe ich jetzt nicht so hard feelings. Aber jetzt gucken wir mal. Und zwar 7, jetzt brauchen wir 8. Ja, da ist sogar 8 sofort. Und so ein großes, jetzt bin ich gespannt, was groß ist. Das muss jetzt was, schwer ist es. Darf ich jetzt raten und schauen, ob ich richtig habe? Ich glaube, das ist dieses Shampoo, was wir letztes Jahr auch bekommen haben. Gucken wir mal. No, das ist was anderes. Es ist ein anderes Shampoo, das finde ich ist sehr cool. Und zwar ist es Dry to Very Dry Hair. Prone to Breakable, Intense Repair. Das finde ich ja cool, weil das habe ich noch nie ausgetestet. Das finde ich super, so sieht das übrigens aus. Das finde ich ja ganz, ganz toll, meine lieben Leute. Yes, I'm excited. Das finde ich richtig cool. Da bin ich echt gespannt, das auch auszutesten. Das ist übrigens auch vegan. Und ja, das freut mich. So, 8, das heißt, wir suchen die Nummer 9. Okay, die ist wieder im mühsamen Part vom Adventskalender. Also natürlich, wenn man ihn hinstellt, ist es nicht mühsam, aber wenn man hier ein Video dazu filmen möchte, ist es ein bisschen mühsam. Da, ich habe da gleich die 9. Es fühlt sich etwas schwer an. Ich finde es ja auch lustig, so ein bisschen zu schütteln und so, was kann es wohl sein? Okay, und zwar ist es wieder so ein kleines Mini Pink Grapefruit. Also ich kann jetzt auf Reisen gehen. Ich habe so viele solche kleine Mini-Größen von diesem The Body Shop. Also ich kann jetzt eigentlich an und für sich jederzeit auf Reisen gehen, auch wenn ich das nicht tue, aber ich könnte. I'm back. So, ich trage jetzt hier mal den Lippenstift nach. Now ready, set, go. Machen wir mit Nummer 10 weiter. Das ist hoffentlich die nächste Nummer. Aber doch, 9 war die letzte. Das heißt Nummer 10. Hier, gucken wir mal. Super leicht. Ich sag, jetzt mache ich immer dieses, ich weiß, was drin ist. Es ist so ein, diese fluschigen Dinger, diese Badedings da, Pumps die da. Wo mache ich das denn auf? Bin ich jetzt zu blöd? Achso, da auf das. Ja, aber das ist jetzt auf mehr Umwelt
freundlich hergestellt, das sehe ich sofort. Weil die vorigen waren ja mehr eigentlich Plastik. Und da steht auch: We replace our plastic both Lilies with Remy's a natural plant-based fiber. Das ist ja super. Ich finde natürlich, es wäre schön, wenn sie die auch einfärben, dass es halt auch ein bisschen hübsch ausschaut, weil so sieht es halt ein bisschen aus wie so die Tischdecke von der Oma. Was natürlich nichts Schlechtes ist, aber ist natürlich nicht so hübsch in dem Sinn, außer man mag das natürlich. Aber ich hätte gerne, dass sie in einer coolen Farbe wäre, finde ich super. Aber ich finde es auf jeden Fall super, dass sie das geändert haben. Also so können wir versuchen, den Planeten zu retten. Nicht, dass ich ein Vorbild bin, aber ja, wir können es ja trotzdem versuchen. So, dann haben wir jetzt nächstes Nummer 11. Die ist hier unten wieder. Es wird hier langsam schon ziemlich krausmäßig. Also ich habe überall Schachteln und es wird sehr lustig. So, da habe ich die Nummer 11. Gucken wir. Da habe ich jetzt. Oh doch, ich sage euch, ich werde hier recht haben. Das ist so eine Bathbomb. Ja. Sie haben nicht so ein großes Sortiment, deshalb ist es nicht so schwer. Es ist jetzt nicht so, dass ich so super Hellseherkräfte habe, sondern das Sortiment bei der Body Shop ist nicht so groß. Plus ist es sehr, sehr ähnlich zu dem Adventskalender vom letzten Jahr. So, das war Nummer 11. Jetzt brauchen wir Nummer 12. Ist wieder ein mühsames Teil. Aber wir holen es mal wieder hoch. Und da sehe ich dieses kleine da. So, let's open it. Also die Sachen riechen voll gut. Okay, und das ist wieder so eine Maske, ja. Die habe ich auch noch nicht ausgetestet. Ich sag's euch, Leute, ich habe zu viele Produkte. Aber das werde ich schon machen. Aber auch wieder halt eine Maske, finde ich auch sehr, sehr cute. Und dann haben wir hier auch gleich die 13. Die liegt hier gerade so schön vor mir. So was Schwereres. Gucken wir mal. Und es ist ein. Okay, Shower Cream. Aber habe ich das? Das habe ich noch nie in Shea gesehen, oder? Bin ich jetzt komplett blöd? Ich glaube, ich habe das noch nie in Shea gesehen. Das finde ich irgendwie cool. Also, das glaube ich, das habe ich noch nicht. Wow. Das ist mein Ziel. Okay, dann gucken wir mal. Jetzt ist 14, oder bin ich jetzt komplett verrückt? Nein, 14 ist als nächstes und 14 ist wieder hier in dem mühsamen Teil. Aber es ist was Großes. Groß heißt natürlich nicht immer toll, aber es ist immer spannend. Ah, das ist eine Seife. Davon habe ich. Oh, die habe ich noch gar nicht. Das finde ich hier cool. Ich habe eine von den Seifen, aber die habe ich noch gar nicht. In Strawberry. Sehr cool. Freut mich. Voll cool. So, wir sind schon bei 15. Das geht aber flott hier. Die ist hier unten. Okay, das wiegt ja gar nichts. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht, was drin ist. Ah, es ist wieder eine. Okay, die ist aber neu im Sortiment. Die kenne ich nicht. Und zwar ist das Aloe Vera The Body Shop. Das finde ich ja cool. Das kenne ich jetzt nämlich überhaupt nicht. Sehr nice. Finde ich cool. Jetzt? Das finde ich cool. Jetzt kommen so ein paar Produkte, die ich noch nicht kenne. Das finde ich sehr, sehr cool. Nach 15 kommt 16, wenn mich nicht alles irrt. Und das liegt hier gleich vor mir. Es wiegt wieder nach gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Okay. Okay, ja, es gab ja letztes Jahr schon so ein. Boah, das ist aber groß. Letztes Jahr schon so ein. So ein. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt gucken wir mal. Warte, ich will das jetzt mal ausprobieren. Warte. So. Oh, wie macht man das? Ich finde das. Warte, warte. Ich komme schon drauf. Warte, von hinten, glaube ich. Oder? Warte mal. Leute, ich schaffe das. Believe in me. So, oder? Naja, ist ja nicht schlecht, oder? Und es passt sogar. Ich dachte, dass es zu groß wird. Aber ich glaube, so gibt man das drauf. Wenn man das anders drauf gibt, dann tell me. Ich lasse es jetzt dabei oben. Ist ja auch nicht. Stört ja nicht. Jetzt haben wir 16, oder? Nein, wir haben es schon 17. Ach Gott. 17 ist ja auch gleich von mir. Das ist. Ah, noch eine Maske. Und zwar in British Rose. Ist ja auch nicht schlecht. Finde ich sehr cool. Ich will endlich mal ein bisschen mehr von The Body Shop austesten. Was ich eigentlich am meisten ausgetestet habe, sind die Handcremen. Auf jeden Fall die Body Butters. Ich liebe die Body Butters. Wir hatten zwar noch keine Body Butter, aber ich liebe die Body Butters. Und was noch? Duschgels auch hin und wieder. Aber mein Holy Grail Produkt sind, glaube ich, die Handcreme finde ich super praktisch und wirklich die Body Butters. Ja. Das sind für mich bis jetzt die Holy Grails. Aber ich habe noch ein bisschen zu testen. Also, yes.
Das Shampoo war auch nicht schlecht, aber das war jetzt nicht so, dass ich es unbedingt haben muss. So, genau, wir sind jetzt bei 18 und da muss ich wieder das hier hochholen. Da, das ist so ein kleines süßes Kästchen. Schauen wir mal, was da drin ist. Ah, wieder so eine Bath Bomb. Die muss ich auch natürlich nehmen, auch noch nicht getestet. Aber natürlich sehr gut. Aber die riechen, finde ich urgut, diese Bath Bombs. So, nach 18 kommt 19, das liegt hier gleich vor mir. Dann packe ich das mal. Ich freue mich immer, wenn ich Produkte nicht davon habe. Das ist sehr cool. Und zwar ist es eine Body Butter in Shea. Aha. Aber es ist nicht das Shea, weil das ist ja auch Shea. Oder sie machen gerade ihre ganze Reihe neu. Hm, das ist jetzt die Frage. So sieht das auf jeden Fall aus. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Weil das andere, das Shea, sieht ja so aus mit dieser Nuss da. Ob sie jetzt ihr ganzes Sortiment umändern und dass sie das Packaging gerade repackagen. Maybe, I don't know. Aber es ist auf jeden Fall... Ja, es ist cool, die habe ich nicht. Das freut mich. So, dann sind wir jetzt bei 20 angelangt. Das ist hier unten. Also Leute, es ist so ein Chaos mit diesen Schachteln hier. Nummer 20, packen wir es mal raus. In British Rose. Ja, die habe ich eine British Rose momentan? Ich glaube gar nicht. Also das ist wieder sehr schön. Ich liebe Handcremen und ich werde sie mir jetzt konsequent in die Handtasche packen, weil es ist so oft, dass ich sitze und denke, oh, ich will die Hände eincremen, aber ich habe keine Handcreme mit. Das ist ja urblöd. Und vor allem mit den ganzen Chemikalien, also mit Desinfusions und sowas, dann werden die halt urtrocken. Und dann auch die kühle Jahreszeit jetzt, dann die dann auch demnächst dann anfängt und so und auch ein bisschen schon war. Ja, aber jetzt machen wir. Jetzt sind wir bei 20. 21, 21 und zwar, die ist wieder hier unten. Gucken wir mal. Also ich lustigerweise, ich werde am Schluss immer mehr excited, weil der 24. ist das Highlight. Und zwar, das weiß ich, das habe ich. Und zwar ist das Shower Gel in Mango. Aber wie gesagt, diese kleinen Größen sind eigentlich perfekt fürs Fliegen. Aber ich werde jetzt ein paar von denen auch zu Hause verwenden, weil bis ich wieder fliege mit Corona und sowas. Und ja, ist es besser, wenn ich das jetzt hier zu Hause aufbrauche, weil ich kann das nicht alles einfach nur aufheben. So, dann haben wir Number 22 und zwar, das ist gleich hier unten und let's open it. Okay, was bist du? Was bist du? Ein Body Scrub, oh mein Gott, ja stimmt, das habe ich voll vergessen und ich liebe die Body Scrubs von The Body Shop. Das habe ich auch noch nicht. Das freut mich gerade voll. Ich würde mir sogar wünschen, dass mehr Body Scrubs und mehr Body Butters in diesen Adventskalendern sind, weil das meine Lieblingsprodukte sind. Aber die habe ich voll vergessen, die Body Scrubs. Ich liebe auch die Body Scrubs. Oh, I'm excited. Das freut mich. So, dann ist jetzt 23. Ist wieder da unten. So, wir nähern uns Heiligabend. Ist wieder schwer. Und jetzt vielleicht... Okay, ja, die hatte ich schon mal. Die hatte ich schon mal. Ja, das ist, glaube ich, genau dieselbe, die ich hatte. Jetzt muss ich kurz mal dran riechen, ob es dieselbe ist. Ja. Ja, die hatte ich schon mal. Und ich fand die gut, hat mir gut gefallen, aber ich fand sie persönlich für mich zum Nachkaufen einfach zu teuer. Aber wenn sie natürlich im Adventskalender ist, sage ich natürlich nicht nein. Aber es ist für mich kein Nachkaufprodukt, weil es halt ein bisschen sehr viel teurer ist wie mein Waschgel von Balea. Aber es ist ein gutes Produkt, ja, das habe ich schon, ist schon in meinem Aufgebraucht vorgekommen. Heiligabend ist da, der 24. Was sagen wir? Frohe Weihnachten und wir öffnen den 24. Wow, ist das leicht. Normalerweise ist immer sowas Schweres drinnen. Ah, okay, und da bekommt man dann, das bekommt man halt so eine Face Mask. Ich meine, ich finde es halt immer cool, wenn so Adventskalender schon am 24. sowas ein bisschen mehr Specialiges reinpacken, aber es ist halt immer so. Aber was wir hier eben haben, wir haben hier auch einen 25. Und da kann man ja dadurch, dass in Österreich und Deutschland und auch Schweden am 24. Weihnacht gefeiert wird, kann man natürlich auch sagen, dass man zwei Päckchen einfach am 24. öffnet. Und ich weiß, was hier drin ist. Hier ist eine Body Butter drin, aber ich weiß nicht welche. Und deshalb packen wir es mal aus. Nein, ist das geil. In Avocado, die habe ich noch überhaupt nicht. Das freut mich ja voll. Das ist ja cool. Nein, das ist ja cool. Ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwas, was ich schon habe. Das ist ja cool. Aber es sieht so aus, als würden sie jetzt ihr Packaging neu machen. Denkt sie nicht auch? Sieht schon so ein bisschen so aus.
Aber sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Yes. Das finde ich sehr cool. Das freut mich sehr, sehr, sehr. So, meine Lieben, jetzt haben wir alles ausgepackt, was im Adventskalender ist. Jetzt werde ich ausrechnen den Wert vom Adventskalender. Es steht ein gewisser Wert online auf der Homepage und ich werde jetzt ausrechnen, ob das stimmt. Das heißt, we shall see, ob es korrekt ist oder nicht. Meine Lieben, ich habe es ausgerechnet. Und zwar ist es ja so, dieser Adventskalender kostet 95 Euro. Der Wert, der online steht, ist 148 Euro. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, wir sind über 100, über 100 sehe ich schon. Über 49 sind, also 49, 45 sind gerade zu viele Zahlen. Aber wo ich denke, wo ich nicht ganz übereinstimme, ist die Wertschätzung, weil da gibt es nichts online. Zum Beispiel von diesem Waschtuch und von diesem Haarband. Also, ich bin auf Trommelwirbel, ich bin auf 141 Euro gekommen. Aber wie gesagt, ich denke, dass die Schätzung bei diesen Produkten einfach von deren Seite höher war. Aber dadurch, dass ich die nirgendwo online gelistet sind, habe ich da ungefähr einen Wert genommen. Aber wie gesagt, wir sind ungefähr dort, was sie bekannt gegeben haben. Es ist auf jeden Fall korrekt. Also, du bekommst mehr für dein Geld, als was du bezahlst. Natürlich sind das Produkte, die etwas älter sind. Das heißt, diese Produkte sind schon länger auf dem Regal gestanden oder so, ist es oft zumindest so. Ich kann nicht sagen, dass ich es jetzt verspreche. Aber dass man halt, es ist natürlich ein super, super Bargain. Also du kriegst, ersparst dir auf jeden Fall Geld. Das Wichtigste ist halt nur, dass man die Produkte eigentlich ziemlich schnell aufbraucht. Nicht so wie ich. Und sie ein Jahr später erst dann benutzt. Also es ist, die sollte man dann halt schon benutzen, weil sonst kann das Produkt halt, wird dann oft schneller. Deshalb haben die Marken eben die Möglichkeit, sie so billig anzubieten. Oder weil sie sich einfach nicht verkaufen lassen. Also es sind oft solche Gründe. Aber was mich überhaupt nicht stört, ich fand den Adventskalender toll. Ich muss aber dazu sagen, wenn ihr letztes Jahr schon einen The Body Shop Adventskalender hattet, weiß ich nicht, ob ich euch dieses Jahr wieder einen empfehlen würde. Ich liebe The Body Shop, ich liebe The Body Shop, aber es ist halt sehr, sehr ähnlich zu dem letztes Jahr. Es waren Produkte, die auf jeden Fall letztes Jahr nicht dabei waren, aber es waren halt sehr viele, die letztes Jahr auch schon dabei waren. Das muss man halt persönlich wissen, ob man das möchte. Ich meine, wie gesagt, ich liebe The Body Shop und ich bereue es auf keinen Fall. Ich werde auch noch ein Video zu dem kleinen Adventskalender machen. Das wird noch kommen, wird vermutlich etwas dauern, aber das kommt. Das heißt, stay tuned. Es werden auch generell noch andere Adventskalender-Videos kommen. Und ich freue mich schon. Und bis dahin hoffe ich auch, dass wir den Hintergrund mal wieder ändern können. Weil den haben wir jetzt schon etwas länger. Ich würde den gerne herbstlich machen. Aber gucken wir mal. Das ist viel zu tun. Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, ihr wisst Bescheid. Ich fand den Adventskalender toll. So, das heißt auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. Mein Zimmer riecht himmlisch gerade. Ich liebe es. Und wie gesagt, ich finde, es ist ein toller Adventskalender, aber wie gesagt, ihr habt meine Meinung jetzt gehört und ich hoffe, ihr freut sich auch auf den kleinen. Da bin ich nämlich super gespannt. Den großen habe ich auch bestellt, aber den werde ich dieses Jahr für mich behalten. Ich habe das letztes Jahr nämlich auch so gemacht, weil ich wollte einen von den Body Shop Adventskalendern dann auch behalten, wenn wirklich die Adventszeit ansteht. Und wie gesagt, das heißt, wir haben wieder den Medium ausgetestet und ich bin auf jeden Fall zufrieden. Aber wie gesagt, ihr habt meine Meinung gehört und da würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es von euch zu hören. Und da würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!